Hallo zusammen. Hausaufgabe. Das passt so ein bisschen zum Thema. Und zwar ist dieses Foto entstanden, weil ich Dozent bin hier an der Berner Fachhochschule im Bereich Wirtschaftsinformatik und unterrichte unter anderem Java und habe eine Java-Programmierung-Klausur geschrieben. Und die muss ich halt jetzt korrigieren. Und dann habe ich auch noch ein Foto gemacht. Das kam auf Facebook gut an. Und hier ist quasi die Hausaufgabe für euch. Macht das mal nach. Also nicht die Klausur, sondern das Foto. Das ist nämlich wirklich tricky. Und wenn du das kannst, dann kannst du eigentlich auch blitzen. Deswegen, mein Vorschlag wäre, schau nicht das Video zu Ende, sondern mach das mal erstmal und schau erst danach, dass ich erkläre, wie ich es gemacht habe. Nimm dir ein, zwei Kerzen, nicht 37, sondern ein oder zwei Kerzen, stell die auf den Tisch, setz dich dahin, deine Frau, Freundin, Kinder, was auch immer, irgendjemanden da hinsetzen und nimm einen Blitz dazu. Und versuch mal, so, ne, Mann oder Frau am Arbeiten, quasi mit Kerzenlicht, so gemütliche Stimmung und trotzdem noch den Blitz dazu. Versuch das mal. Das ist nicht so einfach, wie das aussieht. Das sind so diese Fotos, die so kleinen Trick haben, wenn man das mal probiert hat und weiß, wie tricky das ist. Also bitte Stopp drücken, ausprobieren und erst danach weiterschauen. So, hast du es gemacht? Hast du es gemacht? Ich wette, die Hälfte von euch hat es nicht gemacht. Komm, tu dir selbst den Gefallen, probier es erst aus. Also, okay, sorry, wenn ich hier den Oberlehrer raushängen lasse. So, was sind die Schwierigkeiten? Zwei Sachen, die wesentlich sind. Farbe, entscheide dich für eine Farbe. Temperatur. Klar, du schießt RAW, du kannst es nachher immer noch ein bisschen korrigieren, aber denk mal vorher drüber nach, welche Farbwendung möchtest du haben. Und dann ist das Problem, dass der Blitz Tageslicht hat und die Kerze ist sehr warm. Das ist ein typischer Fall, wo man eine Farbgel dazu nimmt. Es gibt in meinem Kanal schon mehrere Videos dazu, wie man damit umgibt. Auch da sind coole Hausaufgaben dabei. Ja, und ich habe gesehen, das haben viele von euch auch gemacht. Also es lohnt sich danach mal. Ich verlinke darauf mal. Also Farbgel dazu nehmen. Und das zweite Problem ist die Helligkeit, weil so eine Kerze ist ja nicht sehr hell. Ein Blitz ist auch auf minimaler Power durchaus relativ hell. Und das Vorgehen wäre so: stell das Bild so ein, wie du das haben möchtest, überleg dir vorher überlegen, welchen Look du haben möchtest. Und dann baust du das auf und stellst es ein, ignorierst die Kerze, einfach ignorieren. Stell den Blitz so ein, wie du es haben möchtest. Und dann guckst du die Kerzen an und wenn die noch nicht stimmen, was wahrscheinlich der Fall ist, dann spielst du mit der Belichtungszeit und nur mit der Belichtungszeit. Weil nicht vergessen, solange du nicht im Highspeed-Bereich bist, kannst du mit der Belichtungszeit variieren, wie du möchtest. Das Blitzlicht ist davon nicht betroffen. Nur das Umgebungslicht. Und das Umgebungslicht ist in diesem Fall die Kerze. Und wenn du zum Beispiel von ein Hundertstel auf ein Fünfzigstel runtergehst, dann ist die Kerze doppelt so hell. Damit kannst du relativ gut, wenn du stillhalten kannst und zum Beispiel bei einem Zehntel immer noch still am Tisch sitzen kannst, und das kannst du, dann hast du sehr viel Spiel, um die Kerze heller oder dunkler zu machen. Dann hast du viel Spiel. So, was gibt es noch zu sagen? Was ich gemacht habe, ich habe die Sony Alpha 7 II genommen. Ich habe das mit dem Handy ausgelöst. Dadurch konnte ich auf mich selbst fokussieren. Das macht das Selfie ein bisschen einfacher. Und ich habe die 90 cm Jinbei Octabox genommen mit dem Grid. Das muss man natürlich nicht. Man muss auch nicht die 90er nehmen. Man kann natürlich auch eine 70er, 60er, 50er, whatever nehmen. Ich würde da jetzt nicht eine 150er ohne Grid nehmen, weil das macht wenig Sinn. Der Look, den ich erzeugen wollte, war halt so ein bisschen, ich sitze im Dunkeln am Arbeiten, an meinem Schreibtisch oder an meinem Küchentisch und ich wollte nicht nur von der Kerze beleuchtet sein, sondern es sollte quasi, als wenn von oben noch so ein Licht runterkommt. Aber ich wollte so ein bisschen eine Lichtinsel erschaffen. Deswegen habe ich eine 90er mit Grid genommen. Das hat so eine, finde ich, eine angenehme Größe. Die kann man jetzt natürlich in der Höhe noch variieren und je nachdem, wenn ich sie höher oder tiefer schiebe, dann wächst bzw. schrumpft der Lichtkreis natürlich. Also da kann man durchaus, wie gesagt, auch eine 70er, 80er, whatever nehmen. Man muss dann halt mit der Höhe ein bisschen spielen. Und das sind so diese kleinen Feinheiten, diese kleinen Tricks, die das Ganze spannend machen, wo man ein bisschen tüfteln muss. Und wenn man das nicht schon sehr routiniert macht, kann man bei solchen Übungen unheimlich viel mit rausnehmen. Deswegen würde ich mir wirklich wünschen, dass du das machst, wenn du nicht schon sehr, sehr versiert im Blitzen bist. Denn brauchst du auch meine Anfängervideos nicht gucken. Also, wenn du es machst, viel Spaß dabei. Und wenn du es nicht machst, ja, dann ist dir nicht zu helfen. Was das Blitzen angeht zumindest. Also, ich hoffe, das war spannend und lustig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.